Die beiden schönsten Menschen aller Zeiten sind wieder zurück hier in Ark und wir haben neueste Erkenntnisse direkt aus der Forschung. Die Marktforschung hat nämlich gesagt, Kinder stehen nicht auf Fliegen und deswegen kann man hier in dem DLC aus irgendeinem Grund nicht fliegen. Das ist nicht möglich. Bis zum Henker. Und hier draußen ist wieder Tod und Elend. Ja, es war nämlich gerade Server-Neustart. Ja, und alles verloren. Alles verloren. Ey, es waren wirklich... Das glaubt uns nie jemand. Was? Moment, was wurde jetzt getötet da oben? Was stand da? Irgendein Raptor? Raptor wurde getötet von irgendeinem anderen Raptor. Hä? Wir sind doch beide da. Ah, Mücken! Warum haben wir jetzt Mücken? Warum muss hier alles eskalieren? Ich wollte nur was erklären. Ich wollte den Leuten nur erklären, dass man... Nicht fliegt! Oh! Tötet den Graben doch! Oh. So, also, wir haben ja in der letzten Folge einen Flugdino gefangen und gezähmt und einen Sattel hergestellt. Ja. Und den Ark Genesis kann man aus, ich weiß nicht welchen Gründen, nicht fliegen. Es ist nicht möglich, in dem Spiel zu fliegen. Es geht nicht, Leute. Also es wird auch sich darüber ausgelassen in diversen Foren. Und ja, dann war ein Server-Neustart und mit dem Server-Neustart kam auf einmal ein Haufen Raptoren und Krokodile. Dann wurde der Flugdino gefressen. Wir haben eigentlich darüber auch nicht wirklich geweint, weil Quantumsdame stand halt dran. Ne? Ja, ist ja gut jetzt. Aber dann ist was richtig Schlimmes passiert, nämlich meine Bodyguards sind gestorben. Das war dann schon doch hart für uns alle. Also wir waren alle sehr betroffen. Aber es waren 1000 Viecher nach dem Neustart. Haben wir dann gedacht, hey, wenn da schon zwei Raptoren rumrennen, können wir die auch gleich fangen? Dann wird hier die beiden gefangen. Das ist ein Liebespärchen. Die haben noch keine Namen. Soll ich ihn Eisenklaue nennen? Die guten alten Zeiten. Kennt noch jemand Eisenklaue? Das ist schon zu lange her. Kennst du noch Eisenklaue? Ja, ich krieg noch immer Meldungen von irgendwelchen Lumpis zu hören. Also von Lumpis, daher. Wann kommen die denn wieder? Hör auf! Warum kommen jetzt dauernd Mücken? Ich weiß es nicht, weil das halt so ist. Okay, dann nehme ich den blauen. Männchen oder? Ey, es kommt schon wieder. Quantum? Was? Hier kommen schon wieder Mücken. Och, ich. Warum? Was hat denn der so gelbe Füßchen? Was naja, ist das? Was? Wir sind durch was durchgelaufen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Krokodil-Pipi? Unter anderem. Alter, die nerven aber wirklich brutal, ne? So, haben wir jetzt Ruhe? Für einen Moment. Also. Ja. Option: Name ändern. Eisenklaue. Dankeschön, Eisenklaue. Freut mich, dass du wieder da bist. Ich hab mich vermisst. X-Raptor ist ein guter Name für einen X-Raptor. Finde ich irgendwie langweilig, aber naja. Ich find's gut. X-Raptor. Ich find's ein schlechter B-Movie. Ich find's irgendwie ideenlos, aber. Halt doch einfach nur deine verdammte. Nee, ich weiß nicht. X-Raptor. Also, ich meine. Was ist mir? Hast du dich nicht geduscht? Lauter Mücken hier wieder. Durch mich kommen die nicht. Ja, ich weiß nicht. Ewig nicht mehr hier unter der Dusche, was? Wenn du dich nicht pflegen kannst, kann ich ja nichts dafür. Erst gibst du deinem Tier keinen ordentlichen Namen. Es ist der X-Raptor. Ja, aber denk mal ans Merchandise, ha? Keiner will. Ey, du, die hören nicht auf. Die hören nicht auf. Hast du meine Munition genommen aus der Kiste? Nein, habe ich nicht. Meine Munition ist weg. Ja, ich habe sie nicht genommen. Jemand hat meine Munition weggenommen. Ja, wer? Es sind hier zwei Leute. Und ich war es nicht. Also wer soll es gewesen sein? Ein Dinosaurier? Na, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ist alles weg. Irgendein Lump. Ein Lumpi? Irgendein Lump hat diesen armen Mann die Munition gestohlen. So, warte mal, ich packe jetzt erstmal hier die Sachen rein. Müll, 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 Müll. Hey, die hören nicht mehr auf, die kommen und kommen. Ist das wegen den Viechern? Glaub nicht, nee. Ja, dann liegt's an dir. Hast du frische Lederhosen an? Ja, natürlich. Ich habe ganz frische Lederhosen. Können wir uns irgendeinen Pflanzenfresser holen? Weil wir bräuchten jemanden, der so ein bisschen Bären. Ich will aus diesem verdammten Sumpf raus. Ja, im Schneebiom sind dauernd Lawinen. Hm? Komm, denkst du, oh, schöner Tag. Bumm, Lawine. Ja, aber hier ist nur dunkel und so. Auch. Also das ist ja auch nicht gerade prickelnd, oder?
Ich würde sagen, wir nehmen noch, dass wir eine bessere Rüstung und noch eine Waffe und dann, oder wir rennen einfach hier raus aus dem Sumpf und schauen, was es gibt. Dann. Und ja, schauen noch, dass wir ein bisschen Stuff Idee bekommen. Mit deinem X-Raptor. Was meinst du mit deinem Gut? Was hast du für eine Idee jetzt? Weiß nicht, erstmal hier bleiben, wir haben eine Basis, die funktioniert. Ja, ich meine, ein bisschen aufmotzen und dann ja, wir können ja einfach, wir können ja auch einfach mal ein paar Fackeln aufstellen und. Wir könnten auch mal wieder so einen Glitch schließen, würde mich interessieren. Du meinst, ja, wir müssen ja eh die Story voranbringen. Ja. Aber jetzt sind wir. Ich brauche Points. Ja, dann lass uns mal so einen Glitch suchen. Warte, lass mich hier gerade noch ein bisschen Munition machen, damit, wenn ich irgendwas Interessantes sehe, halt direkt reagieren kann. Und wir ja, brauchen deutlich meine Waffe? Mehr Eisen. Keine Ahnung, wo du die hin hast. Ja. Ja, nicht deine Mami, oder? Also manchmal. Warum haben wir nur noch eine Schmelze? Ich dachte, du hättest mehr gebaut als die eine hier. Moment, wo ist der Ofen hin? Ja, mit dem Update ist alles. Mit dem Server-Ding ist alles weg. Meine Knarre ist weg. Was liegt denn hier jetzt rum? Ja, keine Ahnung. Raketenwerfer? Halt. Also ja, das Skin, okay. Das sind diese Skins. Ja, schalt es aus, dass du das nicht bei jedem Tod bekommst. Moment, was? Schusswaffen. Nein, Munition. Jetzt bin ich total verwirrt. Ja, alles ist weg. Meine Munition ist nämlich auch irgendwie komplett weg. Deswegen müssen wir halt ein bisschen was zusammensuchen. Lass uns einen Glitch suchen. Immer ist bei dir. Lass uns in die Ich will hier nicht mehr sein an diesem Ort. Ich will mal irgendwas anderes sehen. Denkst du, ich nicht? Ja, auf was warten wir? Auf besseres Wetter. Das wird hier nicht kommen. Wir sind im Sumpf. Was machst du in dem Popo von meinem Tier? Oh, ne, das ist nicht mein. Hä? Also. Na, ich höre nur irgendwelche Popo-Sachen. Ja, das ist ja schlimm. Erst höre ich irgendwas von deinem Leder-Fetisch. Und dann höre ich irgendwelche Popo-Sachen. Gehen wir halt mal in die Richtung, oder? Ich meine. Wird schon irgendwie passen. Hast du deinem auch schön Leben gegeben? Ja, ich habe ihm ganz schön, habe ich ihm das gegeben. Weil du weißt, wie wichtig das ist. Leben ist wichtig, ja. Leben ist super wichtig. Wichtiger Atmen als alles andere. Atmen ist auch immer voll toll, finde ich. Atmen. Krach, wow, wow. Denn? Da war irgendwo noch eine Schlange zwischendrin. Muss ich noch immer mal wieder dazu zwingen, nicht, dass die Viecher essen, uns ne? wieder hier rausziehen. Dann ist doch wieder alles am Poppes. Wenn ich... Was ist das denn alles? Ach nee, das war keine Schlange, sondern eine Ameise. Ich will auch diesen. Hier vorne, da ist dieses. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das Vieh wäre vielleicht interessant. Oder ist das. Kennen wir der das? Der Kano? Ah, nee, nicht der Kano, da gibt es noch das andere Vieh. Weißt du, dass es hier irgendwelche Bloodseeker gibt? Ja, hatte ich schon. Die haben an mir gesaugt. Nein, nein, ich meine nicht diese. Diese also. Blutekel. Sondern es gibt so Spinnendinger. So Spinnengedöns. Das will ich gar nicht wissen. Richtig widerlich. Boah, die hauen aber fies rein, ne? Ja. Holy shit. Ich hab gar nicht so viel Leben. Ja. Holy, was ist der Psycho? Was ist hier? Irgendein Vieh, Level 102. Oh nein, das ist so ein Ding, was. Oh mein Gott. Das ist wieder heilt. Deswegen, du musst ihm immer mal. So, mir geht's nicht. Ich hab nur noch Hälfte Leben. Ja, Level Leben. Nicht doch, ich muss erstmal wieder hochkommen mit Leben. Hütter ihm. Zeug. Kommt irgendwas? Achtung. Irgendwas kommt hier schon wieder angerannt. Ach, so ein Eierdieb. Na. Den Spitzbub hier, den mache ich fertig. Warum verliere ich Leben? Vielleicht bist du vergiftet? Moment mal, ich habe voll wenig Leben. Also nicht ich, also das Vieh. Bei mir geht's. Ach so, nee, weil ich Leben okay, nee, alles gut. Also ich mache jetzt 1100 irgendwas Prozent Schaden und hab insgesamt 8000 Leben. Ja, nee, das war nur... Das war weniger, weil ich mehr Leben gegangen habe, verstehst du? Das war weniger, weil mehr. Das sieht aber nur so aus. Aber das ist ja nicht wirklich verloren. Exakt. Okay, wir brauchen... Ich kann ja nicht schlagen. Wir brauchen... Diese Legs sind auch für immer in Arc, ne? Das ist ein Feature. Ich hatte keins. Wir brauchen... Glitch. Und ja, diese Glitch sind...
Ansonsten frisst es mir eigentlich. Wir brauchen diese irgendeinen Strahlding. Was ist denn hier los? Ein Strahlding. Ich hab gern einen von denen. Was haben die für ein Level? Level 18 und Level 162. Aber die sind doch bestimmt ganz gut für Beeren und Holz, oder nicht? Was ist das da hinten? Ist das ein Spino? Ja, da hinten ist ein riesiger Spino. Das sieht gut aus. So ein Spino wäre aber auch nicht schlecht. Vieles wäre nicht schlecht. Vieles wäre nicht schlecht, ja. Hast du gut erkannt. Mann, mich kotzt das richtig an, dass man nicht fliegen kann. Also mich nervt das. Ich finde, das ist jetzt keine wirklich geile Verbesserung. Oh, der sieht aber auch schick aus, hier dieser kleine Stego-Verschnitt. Oder? Level 24 ist der. Der ist hübsch. Ja, hey, aber so schlägt er mich. Der ist aggressiv. Mann, jetzt hast du ihn getötet. Ich wollte den vielleicht. Ja, vielleicht. Ist zu lange überlegt. Ja. Ja, was muss man auch wir werden nicht planen? Jünger. Also. Einer richtigen Taktik ran. Warte, ich muss ein bisschen auftanken. Also ein Raptor ist zwar nett, aber wirklich viel Leben hat das Vieh halt auch nicht, ne? Hatten wir hier nicht irgendwo noch einen Glitch? Guck mal, da hinten ist irgendwas. Ich glaube, überall, wo es so leuchtet, diese Dinger halt auch, oder? Diese. Ah ja, da sieht doch gut aus. Aber es ist kein Glitch, was ist das? Okay, nee. Das ist... Hä? Das ist ein Rennen? Moment. Ist das eine Flagge? Ich mach mal hier die Gegend kurz sauber und du guckst es dir mal an. Und, was ist das? Hold. Start Mission. More Rally. Ja. What? Wollen wir Alpha, das Beta, Gamma. Okay, grün ist easy. Rennen entlang vergiftigen... Was? Was passiert? Keine Ahnung. Kann ich das mit meinem Vieh machen? Hätte die Zeit? Sie sind in einer Mission, die Startzone. Wenn sie bleiben, wenn sie Mitglied... Okay, steig auf. Mission also, eingeleitet. Ja, und jetzt? Ah, was ist hier? Was passiert? Ich bin auf einem Krokodil. Ja, ich bin Indier. Fertig? Was? Los! Was? Ey, die Krokodile sind ja super schnell. Was ist denn hier los? What the fuck is happening? Aber was ist das? Ich hab nicht voll geboostet. Ist ja voll der LSD-Trip. Ey, ich stecke so einem Baumstamm. Ey, auch. Dieser Rennfahrer ist schnell. Alter, ich will so ein Vieh, das ist ja aber auch so extrem schnell. Ich glaube, das ist ein... Spezial, meinst du? Unter Drogen gesetzt ist das jetzt hier ein spezielles Rennen? Das wäre ja... Ich glitsche eher so durch die Gegend, also... Ja, irgendwie... Oh! Krieg ich da eine Belohnung? Wow, Alter! Oh, shit! Aber wie das Ding auch unter Wasser so durchzieht. Richtig ich bin in geil. Den Ding rein. Ich komme, ich stecke fest. Nice. Das ist halt arg. Das darfst du nicht vergessen. Wie soll man denn da lenken überhaupt? Oh, ist schwierig. Aber ich komm voran. Ach, hier war ein Glitch. Bist du vor mir? Nee. Ich bin dreimal stecken geblieben und schon wieder. Ich krieg einen Boost und dann fahre ich gegen den Stein. Ich weiß nicht, wie man hier besser lenkt. Wow, okay, und ich bin vergiftet. Alter, hat er eben gerade einen Sprung gemacht. Hau rein, Überlebender, du schaffst das. Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, das Ding heißt Helena. Hau rein, Überlebender. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, was soll ich jetzt gerade machen? Ich bin mitten im Rennrausch. Hey, immer steht ein Dino Gott, in meinem... Für eine Kristallhöhle, in der ich auf einmal Ach, bin. Ach komm, was für ein Scheiß ist das? Ich bin in voll der geilen Höhle. Da will ich wohnen. Richtig schick. Aber wie lange geht dieses Rennen? Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Was? Da kann ich irgendwas looten? Hier ist so ein. Auf! Los geht's! Ja, ich weiß, aber. Kann ich hier machen? Kann ich hier was looten? Keine Ahnung. I believe I can fly. Warst du schon in der Höhle drin? Nee. Boah, jetzt geht's hier durchs Wasser. Oh oh, irgendwie werden auf einmal Dinos wütend. Ach, jetzt
zählt das nicht, weil ich das nicht genommen habe. Glaubst du, so ein Krokodil ist schwer zu sehen? Boah. Und da zieh ich nochmal durch. Ja! Ich bin Erster. Gewonnen. Ja, toll. Ich hab gewonnen. Ja, super. Ja. Hey, Mom. Was für ein komisches Ding. Komm, wir vergessen sie. Eisenklau jetzt wieder zurück. Kann man nicht irgend so eine Art Mückenschutz oder sowas? Kann man doch auch machen. Da gibt's so eine... Nee, oder? Ja, aber was bekommt man fürs Rennen? Persönliche Bestzeit. Rennfortschritt. Aktuelle Zeit. Ich hab's doch gemacht. Ich bin doch fertig, oder? Ich muss noch... Du musst noch rein, oder wie? Jetzt gib doch gar... Quantum, jetzt komm endlich... Ja, da! Ich bin wieder gegen ein Vieh geflogen und stecke fest! Das gibt's doch nicht! Also... Da kriegst alle ja Krisen! Nur auf Quenny. Das hat Spaß gemacht! Den zweiten Platz! Ja, wow! Sehr witzig! Du bist fast an der Tabellenspitze! Ja! Ich bekomm 6 Ecke! Genau so wird's gemacht! Gut gemacht! Ja, das ist sehr wichtig! Denke ich. Sie hat gesagt, ich muss geschlaucht sein, weil sie ist auch geschlaucht. Sie hat gemeint, es war voll anstrengend, ihr beim Siegen zuzugucken. Ja, und wo war jetzt hier nun, ihr Glitch? Weiß ich nicht. Also du hast als Belohnung jetzt Währung da Ding bekommen. Ja. Okay. Damit kann ich mir so tolle Sachen kaufen. Oh, der Raptor sieht cool aus. Dicker als meiner irgendwie. Nun, wir müssen gucken, dass wir hier diese Glitches finden. Ich bin irgendwo bei einem vorbei, bei einem Rennen, aber keine Ahnung, wohin sie jetzt... Du, ich finde ja nicht mal mehr... Hast du diese Kristallhöhle gesehen? Die war irgendwie ganz cool. Ja, ich finde auch. Nie wieder nach Hause. No glitchy glitches. Boah, ich mag die hier. Die sehen gut aus. Ey, diese Krokodile machen ja so eine richtige Rolle. Sehen gut aus. Und muss ich gleich töten. Naja, aber sehen gut aus. Na, jetzt nimmer. Jetzt nimmer, weil ich mich drum gekümmert habe. Kann man irgendwas machen, damit diese Insekten nicht mehr spawnen? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, direkt an mir vorbeigesprungen, das Vieh. Oh Gott. Ey, pass auf, ich wette, die könnte ich auch runterreißen. Ja, wahrscheinlich. Wir brauchen Glitches. Eingetragen, Missionbereich. Heißt das, wir sind in... Hier ist ein Bereich? Ich verstehe das nicht. Ja, hier kann man nicht bauen. Achso, in dem Missionsbereich? Ja, immer in Missionsbereichen kann man nicht bauen. Ja, ist ja auch logisch, wenn du so ein Rennen machst und da stehen Sachen rum, könnte ja auch irgendwie gar nicht funktionieren. Wo bist du denn jetzt hin? Hier, nein. Siehst du mich? Nee. Ah ja. Ist doch direkt da. Guck mal, da drüben scheint irgendwas zu sein, da leuchtet irgendwas. Achtung, Vorsicht, da geht's runter. Boah, die Krokodile haben irgendwie geile neue Animationen bekommen. Das ist ein Riesenbaum hier. Warum wohnen wir nochmal in so einer hässlichen Gegend? Nun, der ist anders. Das ist voll schick. Ich glaube, da sind wir durchgerannt. Ah. Oh. Guck mal, hier oben. Ach, jetzt bin ich runter. Jetzt oben. Ah, hier oben geht's eh nicht weiter. Wieder. Geht's eh nicht weiter. Das sieht schön hier unten aus. Kann man hier überhaupt bauen? Oh, Metall. Weiß gar nicht. Hier ist jede Menge Metal. Und Ding, Fort. Kristalle. Und umziehen. Ich meine, also hier gefällt es mir deutlich besser. Wir brauchen ja nur ein Bett eigentlich. Wir haben eh nichts. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir haben ja nichts. Und dann, die Sachen können wir doch eh alle mitnehmen. Und dann einfach hier gleich in der Nähe. S+. Wir können eh alles mitnehmen. Ja,
Das Vieh kann uns nicht tragen dann. Daher. Ein bisschen Zeug weggeworfen. Hier sind auch keine Viecher. Nee, hier, oh, hier ist könnten gar wir, nichts. Hier könnten wir gut. Ja, okay. Natürlich sind hier Insekten, aber ich meine. Prinzip. Aber so an sich. Das ist eigentlich eine sehr nette Gegend. Naja, nett ist wieder was anderes, aber wir hätten unsere Ruhe und könnten wahrscheinlich gut Metal und Shit und erstmal hier hoch pushen. Boah, der sieht auch irgendwie cool aus, oder? Ist es blau? Und das ist tot. Ja, natürlich. Wenn ich es nicht habe, kann dann jemand anders. Wow. Naja, klar, so bin ich drauf. Zerstöre es. Ich bin Mensch. Und der Mensch macht das so. Boah, guck mal hier. Hier ist so ein... So einer von diesen etwas größeren Fliegern. Die gibt's auch hier. Wollen wir mal in diesen Wald da hinten rein? Dass wir jetzt keinen Glitch finden, hä? Komisch. Hier, der hier ist schick, oder? Wow! Der sieht gut aus, ja. Ja, und ich lasse ihn am Leben. Ich habe dazugelernt. Nur weil er weggeflogen ist. Nö, also ich hätte meine... den wahrscheinlich mit zwei, drei Krallenhieben. Ah, doch. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube... Mit den niederkratzen können. Ja, du bist doch so eine kleine Kratzbürste. Lieber gut gekratzt, als schlecht geschlagen, sag ich. Was? Ja, keine Ahnung. Nein. Ah, er hat mich runtergeschubst. Okay, es funktioniert. Interesting. Ich bin tot. Alles gut? Nein, warte. Ich muss hier aufsteigen. Ja. Achtung, Frosch! Lass mich rauf! Sklave! Danke. Ich dachte, er heißt X-Raptor. Jetzt ich meine, ja, upsi, das war ein deutscher Versprecher. Guck mal, das sieht richtig geil hier aus. Diese riesigen Bäume. Ih, was kommt denn da von der Decke? Irgendeine Flüssigkeit. Eine weiße, cremige Flüssigkeit. Oh, mit... Quantum, du bist doch ein Experte für Analysen solcher Flüssigkeiten. Was soll das? Das ist nicht mein Hobby. Sowas. Hier ist so ein Barry. Barry ist tot. Was ist das da hinten? Jetzt irgendwas? Finden wir die Höhle auch nie wieder. Ja, aber irgendwas Leuchtendes ist da hinten. Riesige Blumen. Benny, riesige Blumen. Aber die Folge ist auch vorbei. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ort, um kurz zu rasten. Oder was meinst du? Wir sind hübsch. Wir sind ein Blümchen zu Hause. Wo sind wir denn hier auf der Map? Was ist das denn hier für so ein kleiner Lurch? Guck dir den mal an. Der kleine Lurch hier. Was? Hier. Jetzt. Krokodil. Oh, was ist denn für ein Punker-Ding hier? Das sieht gut aus mit dem Rot. Ja, ja. Oh, er hat mich runtergerissen. Oh no. Du wirst sterben. Ja, du lebst. Verdammt. Ja. Was? Wo ist der kleine Punk hin? Ich habe ihn gegessen. Das glaube ich dir sofort. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann gehen wir zur riesigen, ekelhaften Blume. Bleibt also mit dabei, wenn es heißt... Auch Spaß muss... Nein, das war eine Serie. Okay. Nein. Gut. Tschüss. Bewertung da lassen. Tschüss.